Okay, also das ist der vierte Tag der Minecraft Week. Dem Battle, in dem ich mit Basti, Norisk und Stegi in täglichen Challenges gegen Beni, Danny, Fabo und jetzt Castcrafter für Nebelnik um 10.000 Euro antrete. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Lass ein Like da, wenn du glaubst, dass mein Team das ganze Projekt gewinnen wird. Und schau heute Abend um 17 Uhr auf meinem Twitch-Kanal vorbei, um live dabei zu sein. Ach ja, und kauft euch gerne meine Badline Cosmetics über den ersten Link in der Videobeschreibung, um mich zusätzlich zu unterstützen. Okay, viel Spaß mit den Highlights aus Tag 4. Heutige Modi, Start 18 Uhr. Infos zu den Modi von heute. Ore Race. Iron, Gold, Diamonds, gotta catch 'em all. In der heutigen Herausforderung geht es um Erze, denn ihr sammelt sie alle. Wie beim Item Race wird es der Fall sein, dass ihr bestimmte Items farmen müsst, um sie am Spawn abzugeben. Und es wird wieder in Stufen aufgeteilt. Stufe 1, Netherite. Stufe 2, Diamond. Stufe 3, Iron. Stufe 4, Gold. Stufe 5, Lapis. Stufe 6, Redstone. Stufe 7, Coal. Stufe 8, Emerald. Jedes Item bringt wie beim letzten Mal einen Item Point. Beispiel 100 Netherite ist gleich 100 Punkte, 100 Coal, 100 Points. Das Team, welches zum Ende des Events mehr Points erreicht hat, gewinnt das Spiel und erhält den Effizienzpunkt. Um eine Stufe freizuschalten, muss von der vorherigen Stufe eine bestimmte Anzahl gesammelt werden. Du kannst jedoch weiterhin Items für die vorherige Stufe sammeln. Genaue Zahlen zur Freischaltung der nächsten Stufe findet ihr zum Eventstart um 18 Uhr im Scoreboard. Item Points werden im Hintergrund mitgezählt. Choose your build again. Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit. Der gesperrte Bereich wird eröffnet. Es wird wieder gemeißelt. Ihr bekommt erneut einen Klotz, doch diesmal ist dieser 5 Blöcke höher. 16, ich weiß, wo 16, das ist. 35. Das Grundprinzip bleibt gleich. Ihr könnt nur abbauen, mit einem Knopfdruck alles zurücksetzen. Jedoch wäre es viel zu langweilig, eine Aufgabe ohne Änderung zu wiederholen. Richtig. Deswegen bekommt ihr ein Handicap und einen Buff. Handicap. Ihr könnt nur abwechselnd abbauen. Sobald ein Block von einem Spieler zerstört wird, wird seine Abbaufähigkeit gesperrt. What? Bis ein Teammate etwas abgebaut hat. Dementsprechend braucht ihr mindestens 2 Personen, um die Kreativaufgabe zu absolvieren. Das ist sick. Das ist echt krass. Jetzt kommt der Buff. Ihr markiert die Sperrgebiet, erlangt ihr die Das ist ein Fehler. Die Fähigkeit? Okay, die Fähigkeit zu fliegen, um den Klotz mobiler zu meißeln, um jedenfalls bessere Übersicht vom Bauwerk zu haben. Und um Abwechslung reinzubringen, sind folgende Spieler für die Kreativaufgaben ausgeschlossen. Was? Alter, da steht mein Name! Stege und Enko Elman, Team 2, Veni und Castcrafter. Basti, Norris, Fabo und Danny müssen heute die Kreativaufgabe übernehmen, jedoch könnt auch Effizienz teilnehmen. Was? Die ausgeschlossenen Spieler dürfen bei Kreativität Tipps geben. Nach 2 Stunden zum Abschluss ist Felix wieder da. Was willst du bauen, Basti? Gute Frage, nächste Frage. Ich kann mir vorstellen, dass die heute sagen werden, weil Danny drauf ist, dann wird der sagen, oh nein, wir lassen es komplett weg und wir tryharden komplett in das Effizienzding rein. Oh, das stimmt. Und dann hat auf jeden Fall 2 versus 4 hat Effizienz gar keine Chance. Dann könnte man halt fast schon heute sagen, ey, man verzichtet darauf, im All-Race so krass reinzutryharden. Aber Basti, du vergisst dann, dass wir nur sehr wenig machen müssen für kreativ, damit wir gewinnen. Also das sind vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten. 3 Blöcke, genau. Ja. Weil etwas also, ist besser als ja, nichts. Ja, ich würde schon trotzdem aufs Nummer sicher gehen. Wir müssen auch erstmal dazu sagen, Alter, es wird bestimmt richtig abfuck, weil wir uns richtig reinreden werden, wenn ich mit Norris halt die ganze Zeit so, ja, ey, bau mal den ab, bau mal den, jetzt den und da. Nee, ich hätte je nachdem, was du bauen willst, aber ich hätte echt ultra Bock, Excalibur zu bauen und das wäre auch sau easy. Ja. Also das wäre viel einfacher, weil wir müssen ja erstmal richtig viel wegmachen und in der Mitte lassen wir so einen Strahl und wollen den wir formen das, wir dann. Wollen wir, also ich könnte mir sowas vorstellen, guck ihn die mal hier ganz kurz an, ne? Stell dir mal vor, wir würden einfach einen Villager nehmen, der Excalibur aus dem Stein raushebt. Oder wir machen nur das Schwert. Ja, oder das. Willst du einen Pokal hinbekommen? Also Pokal nicht schlecht und vorne so eine Gravur, die 1 raussteht sozusagen mit irgendwie Platz 1, dass wir Platz 1 sind und die Gewinner sind. Ja, nee, ich will auch noch ein bisschen für Item Race Zeit usen und Excalibur können wir wirklich runterrushen. Ich glaube, das Stärkste, was man farmen kann, ist Redstone eigentlich. Redstone jo. Mit Fortune. Wir haben auch Fortune 3 halt Bücher, ne? Wir könnten halt 4 Fortune 3 Spitzhacken mit FP5 machen und halt alles auseinandernehmen. Also ihr müsst auf jeden Fall erstmal mit das Netherite Ingot machen, was wahrscheinlich 1 sein wird. Wer ist das? Ihr? Ja, wir alle. Okay, ein Netherite Ingot. Kann ich Netherite Ingot mit Eisen abbauen? Nein, du musst Angel Debris mit Dia Spitzhacken abbauen. Ich würde einfach sagen, wir müssen 4 Netherite, also 4 Angel Debris finden. Das machst du einfach auch für 15, gehst du Stripmine. Und was sollen die anderen Personen machen derzeit noch? Ja, andere Erze farmen, oder? Also ich würde fast schon sagen, dass dann einfach eine Person jetzt schon die ganze Zeit Redstone farmt mit Fortune 3. Also einfach unter der Erde eh schon caven geht. Ich würde das eh sagen, weil wir holen eh einfach eine Menge Dias ran, weil wir das eh für PvP dann noch brauchen. Wir brauchen eine Menge Diamanten, eine Menge Ressourcen, alles was wir haben können. Das heißt, eigentlich müsste einer mit der OP-Axt mal ganz kurz Holz farmen, dass wir auf jeden Fall noch mehr Emeralds haben, damit wir
wir uns jetzt noch weitere FE5 und Fortune-Spitzhacken machen können mit Unbreaking, dass wir einfach mehrere von diesen Teilen haben und dass wir da einfach dann gut equipped sind. Deswegen würde ich sagen, Norris und ich kümmern uns jetzt einfach um das Bild. Dann, Stegi, gehst du jetzt mit FE5 oder ich habe ja auch eine FE4-Spitzhacke noch für dich. Gehst du jetzt Ancient Debris holen? Okay. Und Veto geht in der Zwischenzeit einfach mit Fortune, also geht jetzt Holzfahren mit der OP-Axt, tradet sich eben Emeralds ran bei den Fletchern. Haben wir noch Fletcher? Ja, sollten wir haben. Ja, also mit den Fletchern, die wir noch haben, tradest du dir eben eine FE5 Unbreaking 3 Fortune und Dings-Spitzhacke, wieder eine neue. Oder halt mehrere am besten. Das war da auf jeden Fall guten Stuff haben. Hier ist eine Eisen Fortune 3. Also soll ich vielleicht mit der schon? Nee, mach doch auch am besten mit Silktouch, dann wird dein Inventar. Wo ist denn die Dierspitzhacke? Welche soll ich nehmen? Diamant FE3 Unbreaking 3 oder welche? Nimm die hier, nimm die FE4 da. Kann ich die Spitzhacke haben, die hier drin liegt? Ja eigentlich schon. Eigentlich kannst du nehmen. Dann habe ich eine, dann mache ich erstmal Silktouch und dann, also fürs Inventar halt. Also sollte die Aufgabenverteilung eigentlich klar sein erstmal, oder? Ja. Ja. Loris, wir gehen jetzt mal zu dem Dings. Der ist vorne am Spawn, ne? Yes. Veto, du nimmst alles. Ja, einfach jedes Ohr, außer wahrscheinlich Kohle, weil das eh nach Redstone kommt, oder? Ja, aber ich glaube, die Kohlepunkte sind auch gut. Ich würde einfach auch viel Kohle mitnehmen. Veto, du kannst ja auch Schalkerkisten vom Jump'n'Run abbauen, um dann halt alles zu transportieren, ne? Ja, das ist true. Und hier kann man fliegen, oder wie? Ich hole No Food oder auch Bücher. Was wolltest du haben, Basti? Food habe ich jetzt schon zum Beispiel sehr viel. Ihr solltet auf jeden Fall ready sein, dass ihr beide eine starke Spitzhacke habt mit Fortune, dass ihr halt einfach gut abbauen könnt, ne? Das ist das Wichtige. Aber finde ich gut, es sind wieder gute Aufgaben, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, wir müssen uns auch langsam dann irgendwie mal Gedanken machen, was wir PvP-technisch noch machen. Wir müssen uns halt da nochmal auch nochmal hinsetzen. Ja, und selbst wenn wir dann heute gegen Effizienz halt vielleicht keine Chance haben, weil die halt echt mit zu vielen Leuten das machen, ist ja nicht verkehrt, wenn du einfach viele Dias holst. Also, weil wir die Dias ja eh noch brauchen. Ich weiß nicht, wie viele Dias vielleicht erwartet werden. Vielleicht sind es nur 10 oder so. Und wenn du jetzt einfach trotzdem eine Menge, Alter. Heute ist einfach ein Strip-Mine-Day. Ist halt einfach auch parallel ein guter PvP-Day. Ja, einen brauchen wir noch leider. Nicht gereicht. Wie, was hast du denn? Hast du schon was gefunden? Ja, Ancient Debris, aber halt, ne? Aber nur 3 leider. Ja, aber ist trotzdem stark. Ist gut. Ja, es ist echt. Hey, Leute, Maschallah. Achtung! Was? Ah, man sieht gar nicht im Chat, ja, aber hab noch welche gefunden. Okay, dann gehe ich direkt wieder an die Oberfläche, ne? Ja, genau. Ja? Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber könntest du mit Fortune im Nether Gold farmen? Weil das ist das, was am wenigsten wahrscheinlich hier zu finden ist. Echt jetzt? Norris? Ja. Ja, wo denn? Ich habe leider kein Fortune dabei, hier, ne? Hier, den Direct, den liegt ganz... Kannst du ja traden. Also, hey, guck mal, wenn die am Ende so aussieht, das ist 4x4. Ja, nee, okay. Ich finde, das reicht voll aus, oder? Achso, nee, ich hätte es noch dünner gemacht. Ich hätte es jetzt so gemacht. Meinst du random, Veto? Schau mal kurz. Okay. Sorry. Nein. Ich von der Zeit halt auf halb. Alles cool, ich war vielleicht auf halben. Und die muss ich dann beim Spawn abgeben, diesen Netherite Ink, oder muss ich mit dem machen? Dann gehe ich ihm lieber vorher schon ab, oder? Ich mache ihn hier in den Chest rein. Nimm mal jetzt einfach schon alle Dias mit, die wir haben, und dann kannst du Dias direkt auch abgeben, weißt du? Ja? Ja, klar. Aber wir geben Dias nicht alle ab, das wäre stupid, wenn wir die zurückbekommen, oder? Nein, nicht alle, aber du nimmst so viele mit, dass wir halt schnell wissen, was die nächste freigeschaltete Stufe ist. So, deswegen nimmst du jetzt einfach schon sicherheitshalber die Dias alle, also, die wir eben haben, mit. Es könnte sein, dass wir mehr als ein Dia brauchen. Natürlich. Wusste ich nicht. Also klar, also es war doch... Lass mal hier gerade schnell formen. Es könnte ja dann auch sein, dass man mehr Netherite gebraucht hat, es steht schon im Scoreboard. Ah ne, einmal, okay, verstehe. Ja, und jetzt ist hier. Aber wir kommen gerade gut voran, schön ballern und dann können wir noch denen helfen. Wo gibt man das Zeug am Spawn ab? Na halt in dem Dropper. Item Race hab ich. Item Race hab ich hier rein. Oder ist es Item Race? Abgabe, ja. Und Dias, was kommt? 16. Oh, 13 haben wir. Ja, oh, willst du mir die abholen? Will ich was? Stegi, warte, ich schreibe dir kurz. Oh, aber abholen ist doch auch doof, wenn ich hin und her laufen muss oder die ganze Zeit. Also ist es nicht sinnvoll, wenn wir das dann einfach pokern? Also du nimmst einfach erstmal das ganze Eisen mit und so. Ich meine, ja, aber wenn jetzt noch eins es kann auch sein, dass wir genug Eisen schon haben und dann kann ich das... Ja, aber ist ja egal, wenn du erstmal alles mitnimmst und dann ist es ja trotzdem so, dass Eisen auch dazu gezählt wird. Ist ja im schlimmsten Fall nicht schlimm. Eisen können wir immer brauchen, zur Not. Aber Veto, hast du nochmal Dias gefunden? Ja, wir haben 16. Also ich mach so, dass ich zum Spawn gehe, dort auch Öfen direkt mache fürs Eisen. Ja. Und vielleicht haben wir dann auch schon genug. Denkst du, ich soll dich Eisen noch mitfarmen? Warte, ganz kurz, ich gucke kurz. Sehen wir gleich. Ich bin gleich da. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir Gold haben. Hier noch. Und alles andere ist dann halt einfach zum Anstecken. Das ist egal, das bekommen wir. Genau. Wie viel hattest du eingelegt, Stege? 13, gell? 13, ja. 3 musst du noch. Komm, Ende jetzt. Ja, oh mein Gott. Ja, Stege, ne? Was ist denn? 32 Eisen, geil. Haben wir das nicht? Ja, doch, das haben wir sehr viel. Also das ist 2x2 Quadrat weg?
Redstone viel besser als Kohle mit Fortune? Boah, weiß ich nicht. Also Kohle ist halt noch einfacher zu finden, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also merke ich gerade selbst. Stege, ich gehe kurz schneller, weil ich eh da bin. Und wir brauchen nicht was so viel. Was willst du sagen? Also wir gehen jetzt direkt auf nur noch Lapis und Redstone. Soll ich Kohle liegen lassen oder was? Nee, genau. Guck Kohle, mal. Redstone und Lapis. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und was machst du denn im Nether? Das Gold. Ich kann Gold abgeben und dann können wir nur noch Dings ballern. Ja, Fortune 3 ist bei mir jetzt vorbei. Soll ich jetzt einfach noch schnell weitermachen ohne Fortune 3 oder nein. Soll ich lieber Dann kannst du Holz fahren. Nimm dir die FE5-Axt. Ich bin gleich am im Dorf und dann gebe ich dir die Axt. Kannst du vielleicht zu mir kommen oder direkt mit mir mitfahren? Also ich könnte dir das Buch halt machen und die Pickaxe, weißt du? Ich kann das auch noch theoretisch noch auf meine Spitzhacke drauf machen. Ich habe FE3, Unbreaking 3. Hält nicht ein Leben lang, wird nicht die eine Stunde 20 halten, aber ja, da ist drum. Ja, dann gehe ich jetzt zum Dorf, hol Holz, Fortune, sagen wir dann kurz. 370 minus 20. Wieder soll ich selbst zur Not zum Dorf gehen? Kann ich auch machen, ne? Ich bin schon da. Wo bist du denn? Im Dorf bist du oder im wo? Dorf, da fahr mich jetzt nach Holz für Emeralds und das meine ich, ich kann jetzt auch zum Dorf kommen dann. Und dann hole ich mir selbst ab. Dann passt das schon. Na wohl, du kannst und einfach weiterfahren, hier oder? Drumherum müssen wir, glaube ich, ja, aber ich habe ja kein Fortune, das ist ein Unterbau. Also, so, ja, okay. Ja, wobei, das ist gar nicht so schwer. Noch. Könnte ich Spitzhacken reparieren, Veto? Nee, ne? So zu teuer. Ja, okay. Haben wir noch Dias? Ich kann gleich Full Enchanten und einfach Spitzhacken machen. Ich habe 68 Level. Nee, komm, Basti. Das sieht nicht so aus. Ja, okay, dann lass einmal nochmal außen ab. Ja. In der Kiste da. In welcher Kiste? Hier da, die. Ja, hier nochmal. Ja, okay, also, dann das ist halt sozusagen, gehen wir jetzt voll auf Lapis Redstone und Kohle. Oder? Wer hat die FE5-Axt? Ist die oben in der Kiste? Ne, die habe ich noch mit. Also, wo seid ihr am Caven? Wer ist im Dorf und Stegi, du bist ganz woanders, oder was? Nee, in der Nähe vom Dorf, in der Schlucht habe ich da. Also, dort war ich schon mal drin. Achso, ich bin praktisch unter euch. Es könnte sein, ich bin 30, 270. Also, du hast die Axt dabei, oder was? Ja. Okay, das ist schlecht. Also, wo? 30, 270 und Richtung Westen. Ja, Norris, was hast du für eine Spitzhacke gerade? Ich habe eine FE5 mit 300 Durability. Also, du brauchst auch eine frische Ware. Guck mal ganz kurz im Dorf, da ist noch in der Kiste ein FE5 und Unbreaking 3 Buch. Im Dorf sind gar keine Dias mehr, ne? Ich kann einmal 9 Ohr mit Fortune. Doch, wir haben noch 4 Dias. Dann mach dir eine Dia-Axt mit FE5, Unbreaking 3 und fahr mit schon mal Holz. Da ist noch eine gebrauchte Dia-Axt, ich würde die nutzen. Wenn ich den Stack Lapis hab, so, ich soll ja schon noch lange nicht das Zeugs abgeben jetzt, oder es wäre einfach nur Time Waste, wenn ich jetzt eh schon hier fahre gerade. Warte, die Unbreaking-Axt und Efficiency. Mach drauf. Ich fahre mir jetzt Holz. Also primär bin ich gerade am Kohlefarmen die ganze Zeit, ne? Stege, das Ding ist, Kohle ist gar nicht so wert, sich immer dran aufzuhalten, weil das weniger droppt. Aber die Frage ist, also was machst du denn genau? Also meinst du oder hast du eine Schlucht oder so, in der du gerade looten kannst? Nee, ich strip meine eigentlich immer durch. Glaubst du nicht, es ist sogar besser in der Schlucht, weil du hast halt überall Erze? Ja, yeah, same. Also wenn da halt eine Schlucht ist oder Hülle, dann gehe ich halt mal durch, so, aber ansonsten. Okay, weil ich laufe halt die ganze Zeit durch eine Schlucht und dort nehme ich halt alle Kohle mit, die ich sehe. Kann mir einer Lapis vorbeibringen? Es liegt auch alles in der Kiste Lapis nach, okay, zwei Stacks. Klar. Also du machst mir gerade Fortune 3, was denn? Ja, ich mach die gerade. Aber genug Dias sollten wir dann eigentlich haben, wenn ihr da farmt. Ich habe auch nochmal 15 Dias gefunden, by the way. Ja, sehr gut. Wir brauchen auch echt mehrere, also die geben wir nicht ab, ne? Obviously. Nee, das ist ja dumm, das ist stupid. Damit wir halt einfach auch mehrere Sets halt haben, ne? Ich bin aber auch heute auch, ey, das ist so krass, in was für einem Modus man hier ist. Ne? Ja. Also seid ihr bis dato mit eurem Dings zufrieden? Mit der Skulptur? Es ist fertig, ja. Ja, es ist. Das wäre in der Schule, wäre das so eine 3. haben wir ein Portal jetzt im Dorf, Norris? Ja, ihr sollte. Ah, da. Solltest du sehen. Ich würde dann mit meiner Elytra, by the way, schnell zum Spawn fliegen. Und dann die Sachen schon mal abgeben, damit wir jetzt also auf jeden Fall dann auch Quarz freigeschalten haben. Ne? Nicht, dass das dann am Ende. Ich würde sagen, wir sind gut dabei, aber wir müssen auf jeden Fall noch krasser reinballern. Ja. Sagt mir auf jeden Fall früh genug Bescheid mit euren Spitzhacken, wenn es da irgendwelche Probleme dann gibt. Ich habe es nicht so mitbekommen. Geht ihr dann am Ende auch All-in-Quarz oder wie ist der Plan? Du meinst jetzt mich zum Beispiel? Ja, du und Veto. Also ja. Ich weiß nicht, ich bin glaube ich gerade echt nicht schlecht, was ich hier gerade an Redstone ranbringe und so. Redstone? Wie gesagt, ja, fast ein Stack Blöcke halt. Also ein Stack mal 8, so in etwa. Und dann auch noch meinen ganzen anderen Kram, ne? Also ja. Lapis habe ich auch noch. Lapis habe ich 15 Blöcke noch, also 15 mal 8. Ich habe halt 4 Stacks Quarz schon rangeholt. Also ich bin seit 2 oder 3 Minuten jetzt hier drin. Also es geht halt ultra schnell. Ja, dann geh ich auch. Also ich hätte jetzt nur am Anfang halt gesagt, dass ihr halt auf jeden Fall auch die Dias halt ranholt, damit wir eben noch mehr Dias eben haben. Okay. Ich würde fast schon sagen, wir verlagern komplett auf Quarz. Also ich habe jetzt, glaube ich, fast einen Stack Dias. Also sollte reichen. Könnt ihr in eine Kiste euer ganzes Redstone, eure ganze Kohle reinpacken oder mir eine Schalker da lassen, weil dann gehe ich gleich zurück und fliege dort einmal hin und dann fliege ich mir, ne, und dann wissen wir wenigstens Bescheid, dass das schon mal abgehakt ist, dass wir wissen, dass es genug ist und zählt. Dings, ich kann das abgeben alles. Ich bin jetzt am Spawn. Ja, dann mach das.
Ich würde dann einfach alles was von mir abgeben und in Dings kommen. In Nether. Wir müssen uns auch dann echt nochmal darum kümmern. Ich will echt, dass wir dann fürs PvP-Battle echt viel hier, also echt viel Equipment haben, ne? Ja, ja. Weil wenn du doch einmal stirbst, ist ja der Stuff weg, oder? Ja, deswegen halt mehrere Spare-Sets. Wir müssen auf jeden Fall halt einfach, wir brauchen einfach viele OP-Bows, viele Gaps, viele Dia-Rüstung, viele Sharp 5, viele Sharp 5 Äxte. Einfach alles volle Pulle aufziehen. Ja, ich habe jetzt alles mal reingepackt, dann gehe ich Nether jetzt. Wisst ihr, welche Richtung ihr seid? Also wir sind in Richtung Osten gegangen, also in Richtung Westen. Echt eine Menge auch. Also ihr müsst erstmal ein bisschen was ablaufen, dass ihr gleich mal in die Region kommt, wo es noch echt eine Menge Quarz gibt. Also es gibt so viel hier, da kommt man wirklich... Haben wir irgendwas noch im Dorf gelassen? Nee, ne? Also was ich noch mitnehmen sollte an Erzen oder sowas? Nee, wir haben alles schon mitgenommen jetzt. Ich habe nichts aus dem Dorf mitgenommen, es kann sein, dass guck du mal, die kleine Kiste hinter der Crafting Station. Ja, weil da war noch was. Da ist Kohle und so drin, glaube ich. Und Stegi macht ja echt lieber noch einen Goldpiece. Ja, aber 19 Uhr, scheißegal. Was soll ich noch machen? Goldpiece, also Schuhe am besten. Dann gehe ich jetzt mal zum Hopper und baller da mal ein bisschen Sachen rein. So, ich komme jetzt auch Nether. Das Team von ich wollte gerade sagen, geht in den Never. Jawohl. Könnte knapp werden. Ja, aber war nicht schlimm. Hast du was verloren? Nee, eben nicht. Also ich hab ganz einfach nur gechillt. Ich hab mich gewundert. Kann man nicht normal in der Westen super gut gegenhealen mit Essen? Bei mir war es auch was gewesen. Oh Digga, meine Sachen können aber despawnen im Nether, ne? Nicht, wenn jemand da ist. So, ich habe eine ganze Schalke jetzt voll mit Quarz. Hast du ungefähr, Norris, mal so zum Referenzwert so? Ja, same, auch eine und dann noch eine Bar. Okay, dann aber okay. Ich farm jetzt eher weniger. Ich baue mich jetzt bei Höhe 6 zum Portal und farm währenddessen hoffentlich nach Netherite. Was für ein Level seid ihr so? 38. Level 11, weil ich gestorben bin. Gibst du gerade dein Zeug ab, Norris, oder was? Bin dabei, jo. Jetzt auch gleich machen und ich werde in der Overworld nochmal kurz Creeper farmen. Wir einfach Raketen haben. Ich bin damit viel mobiler. Alright, Jungs, dann schön weiter wieder reinballern. Ich würde, glaube ich, in 10 Minuten raus. Also versuchen rauszukommen. Ja, Quarz ist schon nicht schlecht, ey. Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall das Beste. Ja. Damit würde ich gerne bauen. Ich glaube, ich gehe mal zurück lieber, sonst, ja. Ey, jetzt ging das Nether-Portal kaputt. Ich weine. Oh. Ich sehe das Problem. Oh, ich hab Eisen. Ja, Junge, dann muss ich die Emotion doch früher, Veto! Das war in der Ender-Chest versteckt. Sag das doch früher, gib mir bitte das Eisen, ich hab Flint. Ich hab dir Flint geworfen. Okay, rein. Kannst du noch Food droppen schnell? Ja klar, Veto, komm. Geil, Junge. Bin ich noch gut. Soll ich aber auch nochmal alles abgegeben? Bei mir kommt eine Meldung, wir haben das Ding voll gemacht. Wie? Nee, danke. Aber wir haben das Ding wirklich voll gemacht. Ja, jetzt heißt es halt nur noch beten, ne? Wie, du bist du noch im Nether? Ja. Komm raus am besten. Denn ich farm echt noch in der Höhle, weil bei mir läuft das ziemlich gut. Ja, aber bin raus jetzt. Chillig. Und auch draußen aber aufpassen, laufen sehr viele Mobs und alles rum, du weißt. Ja, ich bewerte nochmal schnell das Schwert und dann, jo. Ja, das sieht geil aus. Kannst du das überhaupt sehen? Nee. Eo. Cleo, die macht grad Faxen, ne? Ey, du bitte nicht sterben, denn ich habe jetzt noch ganz viel gefarmt und das möchte ich abgeben. Ja, dann komm mal ganz schnell. Okay, ich gebe jetzt auch ab. Sind hier alles los? Ey, wie, du bitte nicht sterben. Jo, kann ich. Okay, 30 Sekunden, holy shit. Alright, krass, Jan. Alter. Gute Session. Digga. 2.